Ich möchte heute einen kleinen Test machen. Und zwar habe ich hier zwei Stahlblechwinkel, die verzinkt sind. Und ich möchte das Fluidfilm ASR-Spray testen. Und dafür mache ich hier erstmal die Verzinkung ein bisschen kaputt, sozusagen mit einem Putzschwamm, wie man ihn vom Spülen her kennt. Und werde das dann beide Winkel auf Untertassen legen und 2 Wochen lang mit salzhaltigem Wasser einsprühen. Man wird später auch noch sehen, wie sich die ganzen Salzkristalle absetzen. Also die Salzlösung war schon nicht ganz ohne. Und damit das Salz halt die Möglichkeit hat, den Stahl besser anzugreifen, mache ich jetzt hier halt die Verzinkung so ein bisschen kaputt. Und natürlich bei beiden Winkeln gleich und präpariere einen Winkel mit Flutfilm ASR-Spray. Während der 2 Wochen werde ich circa zweimal am Tag mit einer Sprühflasche, die ihr gleich sehen werdet, die Winkel feucht halten und ab und zu mal ein bisschen umdrehen, damit das Salzwasser auch überall drankommt und die Möglichkeit hat, die Oberflächen anzugreifen. Das ist jetzt die Glasreinigerflasche, wo halt eine Salzlösung drin ist. Und los geht's. So sieht das Ganze jetzt aus nach 2 Wochen. Ich habe die Winkel einmal umgedreht. Ihr seht die ganzen Salzkristalle. Ich habe das auf der Fensterbank stehen gehabt. Das Wasser ist dann verdunstet und hat sich dann, das Salz hat sich dann halt abgesetzt. Das ist jetzt der präparierte Winkel, den ich mit Fluidfilm Spray eingesprüht habe. Ist also eigentlich kein Rost zu erkennen. Und das ist der Winkel, der nicht präpariert war. Die eine Seite ist stärker angegriffen, weil der Winkel halt so ein bisschen hochkant lag erst und ich den erst die letzten Tage so richtig flach ins Wasser reingelegt habe. Und da denke ich, sieht man doch schon einen gewaltigen Unterschied. Ja, danke fürs Zuschauen.